Gemeinde Wehmingen, Region Hannover. Es ist Sonntag, der 8. August 2021 und es ist der Oldtimer-Tag. Auf Einladung des Vereins Hannoversche Straßenbahnmuseum treffen sich auf dem Gelände des ehemaligen Kalibergwerk Hohenfels Veteranen der Straße. Zwischen 11 und 17 Uhr finden sich alle auf dem weitläufigen Museumsgelände ein. Eine Vielzahl an Pkw und Motorrädern, die aus verschiedenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stammen, werden hier erwartet. Entlang der Straßenbahnstrecke gehen die Boliden in Position und bieten den Besuchern einen bunten Reigen von Fahrzeugen, die eine eigene Epoche des Kraftfahrzeugbaus repräsentieren. Natürlich kommen auch die Bahnen nicht zu kurz. Historische Fahrzeuge aus Berlin, Hannover oder Düsseldorf sind mit am Start und vermitteln dabei auch einen Eindruck über die Fortentwicklung öffentlicher Verkehrsmittel in den letzten 100 Jahren. Um mir einen Eindruck von diesem ehemaligen Bergwerksgelände zu verschaffen, nutze ich gleich die erste Straßenbahn am heutigen Tag und fahre eine Runde mit. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Berner aus dem Hannoverschen Straßenbahnmuseum. Wir haben heute den Oldtimer-Tag vom Straßenbahnmuseum Saison 2021. Es ist schon eine Menge los. Ja, ein, zwei Sätze zu dem Fahrzeug, wo wir uns hier drinnen befinden. Der Wagen kommt aus den Niederlanden, aus Den Haag, ist von 1929 und ist jetzt seit 2006 bei uns hier im Museum. Und wir werden mit dem Fahrzeug jetzt heute die ein oder andere Fahrt auf unserem Rundkurs hier machen. Man ist gute 15 Minuten unterwegs, 2,5 Kilometer Strecke haben wir. Und ansonsten die Gleise, auf denen wir uns hier bewegen, das sind tatsächlich Eisenbahngleise. Jetzt denkt man ja immer Eisenbahn und Straßenbahn. Ist das überhaupt dieselbe Spur? Ja, es ist dieselbe Spur. Wir müssen nur ein paar geringfügige Sachen ändern, wie zum Beispiel die Oberleitung. Die gibt es natürlich bei einer Dampf- oder Dieseleisenbahn nicht. Ansonsten können wir hier mit den Straßenbahnen ganz normal drauf fahren. Ja, ein weiteres kleines lustiges Detail von diesem Wagen hier. Wenn die Fahrgäste es mal leid sind, den Fahrer sich von hinten anzuschauen, können sie sich einfach ihre Sitzlehne nehmen, die dann einmal umdrehen. Und schon guckt man in das freundliche Gesicht des Schaffners. Jetzt darf ich einsteigen. Das wäre dann der neue Kollege, den du uns schicken wolltest, kommen. Nee, ich denke, seid ihr da schon zu dritt? Ab 10 Uhr wird das Tor zur Einfahrt der Oldtimer geöffnet. Und jetzt rollt hier ein Schätzchen nach dem anderen aufs Gelände. Und der Einlass für die Besucher wird um 11 Uhr freigegeben. Wir sind jetzt an dem südlichen Ende von unserer Strecke. Jetzt hätte ich mich selber beinahe noch vertan. Hallo. Und hier oben wird demnächst noch ein Busmuseum eröffnet. Hier gibt es dann ein paar historische Busse zu sehen hier in der Halle. In den oberen Etagen wird es dann ein Fernmeldemuseum geben. Und zwar mit alter Fernmeldetechnik. Und somit hat man dann auch ein Ziel, wo man hier hinfährt und nicht nur einmal im Kreis durch den Wald. Ja. Das würde es dann hier noch demnächst geben. Für die Kinder ein Genuss und für die Veranstalter ein Graus, wenn es hier sozusagen 20 Mal am Tag Ting macht. Machen wir so. Thank you.
Große Sperrgemeldung, die Strafe. Langsam fallen. Ja, genau. Okay. Okay. Mein Name ist Bodo Krüger, ich bin der Pressesprecher des Hannoverschen Straßenbahnmuseums. Das ist ein Museum, was deutschlandweit einmalig ist, was die Zahl der Fahrzeuge betrifft. Wir haben im Moment 125 Straßenbahnwagen hier, von denen sogar 70 fahrbereit sind und von denen wir etwa mit zwischen 35 und 40 Wagen auch mit Besuchern hier fahren über eine Außenstrecke und über einen Innenkurs. Der Innenkurs beträgt etwas über 3 Kilometer und die Außenstrecke etwa 2,7 Kilometer. Und da können die Besucher jeden Sonn- und Feiertags hier mitfahren. Wenn sie Besucher des Museums sind, können sich auch die Fahrzeuge natürlich nur anschauen, das ist klar. Unser Museum existiert seit 1973 an dieser Stelle und ist ja schon ein bisschen älter, 1971 gegründet, seit 1973 wie gesagt an dieser Stelle und ist einem Vorgängerverein entsprungen. Dieser Vorgängerverein, den gibt es nicht mehr, der ist irgendwann in den Konkurs gegangen, 1986 ist das gewesen. Dann hat sich 1987 daraus das Hannoversche Straßenbahnmuseum entwickelt. Das sind wir heute und heute sind wir stolz darauf, das größte Straßenbahnmuseum und vielseitigste Straßenbahnmuseum in ganz Deutschland zu sein. Und in Europa stehen wir mittlerweile auch an dritter Stelle, weltweit sogar an vierter Stelle. So, gegen Mittag wird es richtig voll auf dem Museumsgelände. Ein Fahrzeug nach dem anderen trifft ein und sucht sich seinen Platz. Der Besucherandrang an der Kasse ist auch gewaltig. Heute soll ein besonderer Tag für die Verantwortlichen des Straßenbahnmuseums werden. Genießen wir jetzt die besondere Atmosphäre eines großen Familienfestes bei den Museumsstraßenbahnern in der Region Hannover. Mit einer Rundumversorgung für Jung und Alt. Irgendwas stimmt. Irgendwas geht.
Der Förderverein Mobile Welten ist auch mit einer sehenswerten Dampfausstellung hier vertreten. Ihr größtes Exponat, die Lokomobile Angelika, wird heute unter Dampf gestellt und für die vielen Besucher in Betrieb zur Schau gestellt. Eines der wohl ältesten Fahrzeuge am heutigen Tag ist dieser Ford A aus 1930, in sehr gepflegtem Zustand. Es herrscht reges Treiben auf diesem einmaligen Museumsgelände. Hier kann man entdecken und erleben. Man genießt unter anderem das historische Flair einer einmaligen Sammlung von Schienenfahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs. Das ganze Gepatt mit diesen sehenswerten Oldtimern verspricht jedem Besucher spannende Eindrücke. Auch der PS-Speicher von Einbeck ist mit zwei Fahrzeugen vor Ort und macht ein bisschen Werbung für das größte Oldtimer-Museum Europas. Das ist jetzt einer unserer Neuzugänge in dem Bereich der Fahrzeuge, die wir TÜV sind und die wir auch im Straßenverkehr jetzt benutzen dürfen. Das ist ein Citroën HY, Baujahr 72, hat einen Umbau bekommen in Holland zum Wohnmobil, ist aber vom Grundsatz her eigentlich ein LKW. Das heißt, er hat 1,1 Tonnen Leergewicht, darf er bis 2,9 Tonnen schwer werden. Hat natürlich dann zur Folge, dass das Getriebe ein Dreiganggetriebe ist mit relativ kurzer Übersetzung, also 60, 70 km Höchstgeschwindigkeit, aber dafür Drehmoment ohne Ende. Und es macht halt Spaß, mit dem Auto zu fahren. Zumal wir jetzt eine Campingausrüstung hier bei so einem Treffen oder so weiter wirklich gut nutzen können. Und ich bin mir sicher, dass man das Auto noch öfters auf der Straße sehen kann. Zumal auch jedes Wochenende im LKW-Depot und ist dort zu besichtigen.
Gehen wir noch einmal auf eine Straßenbahnrunde und erleben entlang der Strecke Einblicke von diesem besonderen Oldtimer-Tag auf dem ehemaligen Kalibergwerk Hohenfels. In diesem erfolgreichen Fahrzeugtreffen werden über 800 Oldies gesehen und mehr als 3500 Besucher verwöhnen ihre Augen mit dieser Ausstellung. Vielerorts ist zu hören, im nächsten Jahr bin ich wieder hier bei diesem Familienfest. Thank you.